Hallo Freunde und willkommen zurück zu Hades. Wir haben in der letzten Folge, ich glaube mit dem Speer, genau, wir haben mit dem Speer Hades besiegt und die Guan Yu Variante freigeschaltet, die ich erst verwenden werde, sobald wir die komplett leveln können, weil sonst ist die echt assi. Die ist halt echt heftig. So, ich wollte nicht das Schwert nehmen, ich wollte mit der Waffe hier rein. So, wir müssen noch Neptun Dingens geben, das wird wichtig. So, ich würde glaube ich gerne mit Gift starten, wenn wir es hinkriegen, das wäre ganz cool. Habe ich einen Pakt? Ich glaube nicht. Nee, okay. Ja, Gott, wir müssen auch noch die Helden besiegen im Elysium. Ja, läuft. Ja, zumindest kriegen wir entsprechend einiges an Darkness zusammen. Nobody gets out of here, boy. Whether alive or dead. You think I jest? You think I haven't tried? Wer weiß? Lord Dionysus. Sehr gut. Oh, Zang, have I got something special here for you. I mean, this here is top-notch stuff. Even among the top-notch stuff I have to give. Just look at this. Und wenn der Gott des Weines dir sagt, er hat richtig geiles Zeug, dann Halleluja. Okay, wir kriegen nicht das, was ich haben wollte. Dann nehmen wir den Boschsport einfach, weil, Grund, dass wir hier, sag schon, dass es halt vom Schicksal vorgegeben ist. So, ab ins Chaos. Out of here if not for their help, but I can't let them know about Mother. She wants to remain hidden from them. A difficult position to be in, son of Hades. The Olympians may not appreciate being misled, but you can trust that I shall keep your secret. I wish to see how your predicament plays out. Ja, das möchte ich auch herausfinden. So, mehr Schaden beim Angriff ist, glaube ich, immer ganz clever. Das heißt jetzt erstmal kein Special verwenden, aber den benutze ich bei der Waffe eigentlich sowieso nicht so häufig. Durchladen. Ja, ich hoffe ja, dass wir trotzdem noch den Angriff von Dionysos kriegen. Das wäre ganz cool. Er spart uns, beziehungsweise gibt uns auf jeden Fall einen guten Schadensboon. Alternativ geht natürlich auch Ares mit dem, ja, du kannst die Deppens-Effekte stacken. So. Oder, na, Demeter geht eigentlich auch, wobei ich ganz ehrlich den Demeter-Boden mit dem Frösteln, glaube ich, lieber auf dem Spezial hätte. Zum einfachen Grund, es gibt halt das Upgrade, wo wir von Demeter sprechen. Ich nehme trotzdem erstmal noch Dionysos, einfach weil wir gerade halt seinen immer vollen Becher, beziehungsweise übervollen Becher haben. Und es nun mal dann cleverer ist, den Gott aufzusuchen, weil höhere Seltenheit und so. Ich muss sagen, ich habe nicht gedacht, dass die Falle noch kippe. So, vollendes Tusch schon wieder. Oder das Gruppengelage. Ja, nehmen wir das Gruppengelage.
Und halt, wie gesagt, es ist halt ganz nützlich und es ist vom Schicksal aufgegeben. So, wir holen uns einen Schlüssel. Shop haben wir eh viel zu wenig Geld für. Das wird nicht reichen, dass der stirbt. Durchdashen. Und wie gesagt, das Anstecken ist schon ziemlich nützlich, weil wir so mehr Gegner mit Gift belegen, ohne dass wir sie aktiv mit Gift belegen. Und gerade wenn momentan unsere einzige Giftquelle der Dingenzeit ist, glaube ich, ganz nützlich. Überrascht, dass es mich so wenig getroffen hat. Ich wollte eigentlich sagen, dass es mich da gerade nicht getroffen hat, aber dann ist der lasertragende Kristall hinter mich geflogen. Das war unhöflich. Ah, mein Kind. Ich sensed fresh bloodshed from you recently, the real kind. For you have slain the living near the surface, have you not? Mere vermin, yes, but good enough for me. Also wenn ich das schon... Naja. Nehmen wir die Mordlust. So, haben wir jetzt hier ein bisschen Geld und Gemstones. Die brauchen wir immer. There we go. Ein cleverer Einsatz vom Engels. Hat noch getroffen. Naja, ich beschwere mich nicht. Ein paar Gemstones kaufen. Die nehme ich gerne mit. Die HP auch. Manchmal, ne? Die Dicken sind halt nervig. Sind auch von den einfachen Gegnern hier im Tartarus die zweitnervigsten. Die nervigsten sind ganz klar diese komischen Hände, die einen greifen. Das Schöne ist, dass wir mit einem aufgeladenen Schuss, also mit einem Nachladen und Schießen, so einen Brimstone kaputt machen. Also diese laserschießenden Kristalle, das ist ganz angenehm. Genau dich meinte ich. Solche Viecher. Dann machen wir mit Rüstung an, ist klar. Halt mal kurz. Profi beim Werk. Kennt man ja nicht anders. Mehr Leben und uns. So, für wen entscheiden wir uns?
muss sagen, beide sind nervig, aber... Yeah, man, you know what it's all about. Ja, da ist die... Wellness-Attacke, die ich haben wollte. Aber ganz ehrlich, der schlechte Einfluss, dadurch, dass wir das Anstecken haben, ist das ziemlich leicht zu erreichen. Dann braucht man nur mal irgendwie noch einen zweiten Status-Effekt, den wir Leuten drauf geben. Quatsch, ich bin Gott des Krieges verärgern, das ist doch gar nicht möglich. Sind wir mal realistisch hier. Komm, was du mich getroffen hat, finde ich jetzt doof. Und ich konnte sehen, dass das Display der Violence, die du gerade gesagt hast, thoroughly commendable, mein Kind. Then here. Dankeschön. So. Zeus zeigt sich auch nochmal. It pleases me to know, young man, that you and Dionysus have been getting on so well. He could use a level-headed friend, and you could use my blessing. Absolut. Ich nehme mal den Tusch, weil ich gerade nicht weiß, ob der sozusagen beim Abschießen zündet oder beim Treffen. Treffen wäre nett. I've got to admit, you're really frustrating, you know, Red Blood. What is it going to take to make you scream, What, you mean to say Meg never told you? And here I thought you two were close. Well, we'll find out. I've got plenty of ideas left I've been meaning to try. Wie das mit Müll? She's getting angry. Die Frau ist grundsätzlich angry. Ganz pisst. Ein bisschen. Und dann. Komm. Kannst du nicht einfach drauf gehen? Das würde mir viel Arbeit ersparen, du. Ja, schön. So, das war's mit ihr. That's that thing. Schön Heilung mitnehmen und ab nach oben. Ich wurm gerade, dass wir es trotzdem nicht geschafft haben, den Überfall im Becher zu nehmen. Ein Schmutzel fehlt, ja fick dich doch. Ich nehme mal das Frostbeulenhorn mit. Okay. Die nächste Ebene. Und ja, komm, Chaos geht beschwören wir noch. Was verkaufen will ich gar nicht. Weil der Vorteil ist mit dem Ostbeulenhorn. Ja gut, theoretisch jetzt in Retro-Perspektive war es wiederum dumm, den Tusch von Zeus zu nehmen, weil mit dem Tusch von Demeter, so wie ihn denn bekommen, könnten wir natürlich wesentlich mehr Leute frösteln lassen. So, Wurf fügt mehr Schaden zu. Oder wir erhalten einen Wurf mehr. Ich schütte den Wurf mehr. Das nehmen wir definitiv mit. Hallöchen. Oh no, don't tell me you've come all the way from Tartarus to ask me more about your good-for-nothing court musician friend. Certainly not.
I'm merely here for your wonderful singing, cooking, or conversational ability. Though, since you mentioned it, you seem to have a lot to say to him. Is there anything I can do? So let me see if I understand. Orpheus blew it with me like an idiot, but now I'm supposed to be reaching out to him. Sorry, hun, but that's not happening. The two of us are finished. And you know what? I think we're finished here too, if you'll excuse me. Ich würde, glaube ich, sogar... Wir können halt nur die Sachen hier leveln. Das heißt, wir würden ein Level verlieren. Das möchte ich entsprechend nicht. Ich nehme mal die nächsten drei Gaben in besser. Weil, gerade wenn wir noch einen Demeter-Boon finden, sehr gerne. Und so... Jetzt mal auf, gehst drauf, da schön. Nicht wegrennen. Das ist sehr unhöflich und so. Was habe ich gerade eben wegrennen gesagt? Demeter-Boden. Sehr gut. Demeter. Wir müssen uns am besten auch von Zeus noch das Schocken holen. Oh nö. Das ist jetzt nicht, was ich haben wollte. Ja, ne, wir zerstören relativ viele von den Kugeln, aber leider eben nicht alle. So, mal wieder bitte. Okay. Okay, einer scheint schon drauf gegangen zu sein, ohne dass ich es gemerkt habe. Das ist ja ganz doof. Has reached you prior to me, Zacharias. I wonder which of all his many lies he's told you last. Och, einige. Definitiv die Attacke. I see. So, aber es sind immer noch keine Heilstellen hier. Das finde ich fies. Nektar nehmen wir. Sehr gerne. Drei Köpfe. Master Chaos has evolved. Sehr gut. Ein Wurf mehr und definitiv mal kurz zu Hermes. Der kann uns ja schließlich den schönen, die schönen Nebeneinkünfte geben. Ja.
weiß nicht, was hier gerade abgeht. Aber es macht Schaden. So, ja. Das war's. Sehr gut. Message for me. Big congratulations due for that. Congrats. A secret safe with me, of course. The others here, they think you're still at it. Though, I guess you are. Hmm. Okay, nein, aber wir kriegen was, was von den Schicksalsgöttinnen vorherbestimmt ist. Yay, und endlich mal ein Hammer. Steady now. So, was bietet uns denn Daedalus? Okay. Die Streusalbe mag ich gar nicht. Streusalbe macht die Waffe vom Prinzip her zu einer Shotgun. Das verringert die Reichweite ziemlich. Ja, 40 Basisschaden pro Schuss ist gut. Aber wie gesagt, das macht halt aus dem Ding eine Shotgun. Demnach. Ist ganz viel Schaden. Ja, also mit dem die 40% Bonusschaden hier sind definitiv lohnen sich. Ich meine, wie schnell wir hier durch die Köpfe fräsen, ist schon krass. Leben noch. Das ist das Wichtigste. Wir haben noch zwei Wiederbelebungen. Eine Heilung. Die nehme ich trotzdem gerne mal mit. So. Gehen wir noch eben kurz eins weiter. Gucken mal, was uns beim nächsten Mal zur Auswahl steht. Und machen dann für heute Schluss, würde ich sagen. Hey, ein Fisch. Yay. Es wäre jetzt nicht untypisch, wenn ich das Angeln verkacke. Weil an sich ist es halt so ein super einfaches Minigame, aber ich bin halt einfach zwischendurch zu ungeduldig. Sehr gut. Ja, gut, die Entscheidung wird uns effektiv abgenommen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hier morgen wieder, wenn wir uns das nächste Upgrade für unsere Waffe holen. Bis dahin, bis dann. Ciao, Freunde.